Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Ich bin's, euer Patrick. Bei mir ist euer Matthias. Hallo, servus. Und einerseits wurde es wirklich gewünscht und andererseits ist der Matthias immer ganz begeistert, wenn ich ihm die Möglichkeit gebe. Kein Fake-Profil von mir, möchte ich gleich mal sagen. Ja. Ach so, die Idee werde ich nicht bekommen. Es wurde Highlander-Content gewünscht und deswegen gibt es wieder mal einen Highlander-Deckcheck. Genau, und richtig. Und wenn wir, glaube ich, schon alle deine Decks vorgestellt haben, zeigst du jetzt schon Decks von anderen, Leuten. Genau, richtig. Danke an den Markus. Ich habe mir sein Krixis-Tempo-Deck ausbauen dürfen. Mhm. Und ja, das werde ich euch jetzt vorstellen. Es ist zwar nicht mein Deck, aber ich habe gegen kein anderes Deck so viel gespielt wie gegen das. Okay, Highlander. Das heißt, also, du wir führen kennst so ein, dich aus. Ich kenne mich aus. Ja, wir führen so eine Excel-Tabelle mit Matchups und so. Und das ist das Deck, das die meisten Einträge mit 860 ungefähr hat. Und einer 55%igen Win-Percentage, was schon sehr gut ist. Okay, das ist sweet. Gut, lass uns klein werden und die Karten groß. Zeige uns, was es gibt. Ja, wir sind Grixis, also dreifärbig. Ich glaube, wir fangen einfach oben an. Ich kann da eh, glaube ich, deuten. Ja, wir fangen ja, hier oben an. Wir spielen 10 Fetchländer. Aha, der Patrick hat sich vorhin schon gewundert, warum 10, wenn doch das Grün-Weiße fehlt. Wir haben natürlich mit Prismatic Vista jetzt das 10. Fetch schon dazu bekommen. Ansonsten spielen wir natürlich alle unsere Fetch, die unsere Hauptfarben Blau, Schwarz und Rot finden können. Wir haben passend dazu die drei Dual-Länder, Underground Sea, Volcanic Island und Badlands. Die Äquivalente dazu von den Schockländern Watergrave, Steamvents und Bloodcrypt. Mhm. Ebenfalls, wo wir noch drei haben, sind die Trackländer, Sunken Ruins, Sulphur Falls und Dragonskull Summit. Ja. Bei den Fastländern, das sind die ungetappt kommen, wenn man nur zwei andere Länder maximal kontrolliert, haben wir das Schwarz-Rot jetzt nicht mehr. Da sieht man dann auch schon eine Präferenz. Wir sind natürlich als Tempo-Deck, haben wir einige Counter-Spells als Interaction, das heißt, wir brauchen viel blaues Mana. Das heißt, wir haben da verzichten da jetzt auf das schwarz-rote Land und haben nur Schwarz, Blau und Blau-Rot. Mhm. Dann haben wir ein Filterland, nämlich das Blau-Schwarze. Das finde ich cool, Ruins, dass er das spielt, weil ich werde immer gehatet, dass ich Filterland in meinem Highlander habe. Ja, es ist die Sache ist, das Deck hat, wie gesagt, Counterspace sind bekanntlicherweise Doppelblau. Ja. Das heißt, wir brauchen oft hier das Doppelblau und wir haben auch einige doppelschwarze Karten. Mhm. Und das ermöglicht uns, wenn wir Badlands und oder Badlands oder Bloodcrypt oder Dragonskull Summit, eines von denen haben, auch Counterspells trotzdem Turn 2 spielen zu können, beziehungsweise uns einfach das doppelblaue Mana, auch zum Beispiel, wenn wir unseren Basic Swamp haben, zu finden oder okay, zu machen. Dann haben wir eins von den, ich glaube Horizon Lands hat sich durchgesetzt, Horizon Lands, ja, als gebender Name, das ist das Blau-Rote. Mhm. Rot ist jetzt die Farbe, die am wenigsten intensiv vertreten ist in dem Deck, sage ich jetzt einmal. Wir haben keine doppelroten Karten. Der ja. Markus hat eine Zeit lang Chandra gespielt, ist jetzt davon aber abgekommen, der Rotsplash wird immer leichter. Es ist auch einer der Gründe, warum jetzt quasi das Land, das man opfern kann, rot drinnen hat, weil das jetzt die Farbe ist, die jetzt nicht so wichtig ist. Okay. Blau wollen wir für die Counterspells haben. Mhm. Ja. Es ist ein Mainland im Deck, Creeping Tar Pit. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich gegen diese Karte verloren habe. Es ist, du stabilisierst das Board, kriegst es irgendwie unter Kontrolle und dann wirst von dem Ding noch tot gehauen. Das ist eine richtig gute, richtig starke Karte. Ja, blau-schwarz wieder die wichtigsten Farben. Dann sind wir schon bei den Basic Lands angelangt. Wir spielen vier Basic Länder. Mhm. Jeder, der sich mit so singleton Formaten auskennt, wirft einen Blick auf die Verteilung der Länder und stellt fest, es gibt ein Snow-Covered Island und eine normale Insel. Dann weiß man schon, welches Tutor dieses Deck spielen wird. Wir haben dazu dann natürlich ein Swamp und ein Mountain. Der Markus ist es mittlerweile quasi, hat es perfektioniert, seine Basic-Länder möglichst früh zu fetchen, weil er hasst es, gegen Wasteland zu verlieren. Was ich auch verstehe. Er spielt natürlich selber auch eines. Das Deck hat schon noch so ein bisschen einen Mana-Denial-Plan. Mhm. Und als letztes Land ist drinnen Caracas. Das ist ja, wird auch in der deutschen Community viel diskutiert. Da verlangen sogar einige Leute, dass es gebannt wird, weil es so stark ist. Ist nach Wasteland das einzige Off-Color-Land. Macht weißes Mana, das können wir quasi nicht benutzen. Aber der Effekt, dass du eine legendäre Kreatur auf die Hand zurückbringen kannst, ist einfach so stark. Ja. Einerseits, weil du deinen Gegner natürlich zurücksetzen kannst. Andererseits, weil du selbst auch deine legendären Kreaturen beschützen
Das okay. ist einfach ein Insane-Effekt. Insgesamt spielt das Deck nur 30 Länder, was ich persönlich sehr niedrig, also einen sehr niedrigen Landcount halte. Aber wir werden dann nachher bei den Spells sehen, man hat irrsinnig viele Cantrip-Effekte, Effekte, mit denen man einfach durchs Deck durchkommt. Und ja, es kommt eigentlich relativ selten vor, dass man irgendwie angescrollt ist vom Mana. Es passiert öfter, dass man flattert, wenn das Spiel länger ist. Das ist irgendwie ja, krass. Irgendwie krass, ja. Also 30 Länder, das Deck ist ein Tempo-Deck, hat eine sehr niedrige Mana-Kurve. Es hat zwar einige Karten, die viel kosten, aber dank der Delph-Mechanik können wir das umgehen. Hat viele, wie gesagt, Karten, die günstig sind. Bekanntlicherweise Karten, die günstig sind, haben nicht immer einen super großen Effekt auf das Spiel. Das heißt, man versucht einfach mit kleinen Manövern das Spiel in die Richtung zu drehen, dass man das Spiel gewinnen kann. Dementsprechend ist, wenn man zu viele Länder zieht, ist natürlich schlecht und darum ist 30 Länder, glaube ich, da auch das Optimum, weil man will halt einfach nicht rausfluten. Das ist halt das Schlimmste. Wenn es zwei Länder zu viel ziehst, dann bist du halt meistens tot. Okay. Wie es eh mit vielen Decks ist, aber mit so Tempo-Decks einfach noch mehr. Ich hätte gesagt, wir räumen die Mana-Base einmal weg. Das dauert ein bisschen länger als sonst. Muss ein bisschen aufpassen, sind nicht meine Karten, ne? Also. Aber dafür kriegst du es nicht. Sind nicht genau. Schwarzhandig. Außer also. Das eine. Also. Ja. So. Es ist ein Tempo-Deck. Ich werde hier kurz die Kreaturen nach Mana-Kosten sortiert auflegen. Was vielleicht auffällt ist, es spielt relativ wenig Kreaturen, verhältnismäßig. Dafür, dass man doch quasi ausschließlich über die Kreaturen gewinnen möchte. Und zwar sind 17 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Warte, kriege ich das da noch ein, damit die nicht unter unserem Bild verschwinden. Genau, ja. Wir haben 4 Einser-Drops. Der erste von denen, den ich hier oben hingelegt habe, ist vielleicht der Überraschendste. Der Überraschendste, genau, sagen wir so. Bomod-Kurier. Ich habe auch ein paar Mal gegen den Markus gespielt, gerade am Anfang, wie den drinnen gehabt, und habe mir gedacht, so, was soll das? Das eigentlich? Er wirkt sehr komisch und ist, glaube ich, auch einer der Karten, gegen die muss man einfach spielen, um zu merken, was die Karte kann, beziehungsweise wie nervig die ist. Es kommt schon auch häufig vor, dass die Karte mit 3 oder 4 Karten unter dem Bombard-Kurier quasi ein Removal frisst und man opfert sie nicht. Also es ist nicht einfach stupide, dass man einfach da sagt, passt, da sind jetzt mehr Karten, ich cache das ein. Aber es entstehen doch auch immer wieder interessante Spiele, wo du versuchst, den Gegner quasi out zu card advantagen und dann ist aber dieser eine nervige Einser-Drop, auf dem du jetzt vielleicht auch dein 3-Mana-Removal nicht unbedingt spielen willst und dann sammelt er aber immer mehr Karten und irgendwann mal kommst du zu dem Punkt, jetzt musst du aber irgendwas gegen den machen. Jetzt musst du aber warten, dass du jetzt austappst, weil jetzt wissen wir nicht dann 7 Karten geben. Ja, das ist irgendwie, also der kann schon sehr mühsam sein. Der ist wesentlich besser, als er ausschaut. Ich muss sagen, ich persönlich habe den auch am Anfang unterschätzt. Ich habe mir immer gedacht, ja passt, soll er mich halt angreifen mit dem Einsatz, ist mir wurscht, macht immer nur einen Schaden brav. Aber der ist schon sehr nervig. Okay. Wer auch sehr nervig ist, ist Delve of Secrets, darf natürlich in so einem Deck nicht fehlen. Wir haben eine sehr hohe Spell-Rate, das heißt, der sollte im Idealfall ja, möglichst gleich flippen, wenn nicht, gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, dass man da seine Bibliothek manipuliert, dass er sich umdrehen kann und ansonsten ja, kann man die Gegner schnell umhauen. Überhaupt, wir spielen relativ wenig Kreaturen, das kann man vielleicht dazu sagen. Es ist oft dieses Single-Threat-Beschützen, um das Spiel zu gewinnen. Okay. Die nächste Karte, Deathrite Shaman, ja, beste Einser-Drop aller Zeiten, darf natürlich in dem Deck nicht fehlen. Was nicht in dem Deck gibt, ist grünes Mana, das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie Kreaturen zu fressen, um Leben zu generieren. Der Markus hat auch schon ein paar Mal dumm überlegt, ob er nicht vielleicht ein Tropic Island hineingibt, aber mit 30 Ländern da jetzt quasi noch eine nur Monoblaue Source, eine dritte zu spielen, wirkt die dann, auch gewastet werden kann, genau, nämlich. Wirkt jetzt ein bisschen sketchy und sagen wir. Wir haben es noch nicht getestet oder er hat es noch nicht getestet und ich glaube, man muss halt in dem Fall einfach darauf verzichten und sagen, passt, der kann Mana machen und Damage schießen und reindrücken. Das muss in dem Fall einfach reichen. Okay. Wer auch Damage schießen kann, ist der Grim Lavamancer. Der ist natürlich gegen irgendwelche Swarm-Decks ganz gut, weil er den unter die Kontrolle hält. Und ähnlich wie der Deathrite Shaman ist er auch dann einfach der dann konstant einfach 2 ins Gesicht schießt. Da kannst du, wenn du Kreaturen hast, nichts dagegen tun. Da gibt es kein Blocken oder so, der schießt sich dann einfach aus.
Also das Deck ist irrsinnig so, wie so diese typischen Tempo-Decks sind. Es gibt selten Spiele, wo du wirklich quasi klar über den Gegner drüber fährst und einfach gewinnst, sondern die Spiele sind wirklich interessant. Es gibt viel Interaction und es sind viele kleine Decisions und du chippst halt immer so ein bisschen rein, machst da ein Damage, da ein Damage und dann kommt schon darauf an, hast den Grim Lava Mainz in der richtigen Runde angefangen zu aktivieren und den Gegner abzuschießen. Also Okay. es ist nicht einfach zu spielen, das Deck, und ich finde eigentlich jede Partie mit dem Markus sich das Spiel interessant. Gehen wir weiter zu den Zweier-Drops. Da hat er den Chase Fruins Prodigy, der greift natürlich gar nicht an. Ist aber in so einem Spell-Heavy-Deck natürlich ein Muss. Ja, verteidigt sich auch relativ gut selbst, kann auch irgendwelche Blocker vom Gegner kleiner machen. Also die Plus-Ability ist auch schon relevant, aber meistens ist einfach, dass du die Minus-Ability quasi nochmal einen Spell spielen kannst. Dann Thing in the Ice. Das ist dann einer der Threads, die das Spiel sehr schnell einmal beenden können. Flippt doch schnell, bei dem neuen Flippt auch Spell sehr kommt. schnell, ja, genau richtig. Also vor dem muss man sich wirklich in Acht nehmen. Gegen den bin ich schon sehr oft verstorben. 7-8 ist halt auch einfach richtig groß. Da gibt es einfach, also wenn es nicht das Hard-Removal hast, gibt es eigentlich nichts, was den abräumt. Das ist schon richtig mühsam. Ist auch ganz nett mit der nächsten Karte in Kombination Snapcaster Match. Nona nett, wir spielen blau. Wir haben viele Spells, der ist natürlich auch in dem Deck drinnen. Und ist ganz cool, wenn man den mit dem Thing in the Ice resetten kann. Ja. Dark Confident ist drinnen, die nächste Karte. Da hat er ja eine Zeit lang nicht gespielt und muss ich sagen, seit er drinnen ist, also ich fand den jedes Mal beeindruckend. Man hat natürlich mit den Delve Spells schon noch ein paar Karten drin, mit denen man sich mehr Schaden Ja, ich meine machen kann. so Ja, wenn man da unten die Kurve anschaut, 7, das 8 kann tut schon problematisch weh, ja. werden. Ja, muss gestehen, ich habe auch letztens ein Game gewonnen, wo ich keine Chance mehr gehabt hätte, irgendwie sonst zu gewinnen, weil sein Dark Confident einfach in der letzten Runde einen 3-Mana-Spell aufgedeckt hat und dann verstorben ist. Obwohl er sehr weit vorne gewesen ist an Bord. Aber ja, das ist die, weiß ich nicht, 2% der Spiele oder 5% der Spiele, die er Dark Confident verliert, ist in Ordnung für die 95% der Spiele, wo er einfach eine Maschine ist und Card Advantage macht. Okay. Also es ist eine wirklich gute Karte. Eine Karte, die ich persönlich auch sehr gut finde und am Anfang auch ein bisschen unterschätzt habe, ist Direfleet Daredevil, glaube ich, ist der englische Name, Schreckensflotten-Draufgängerin. Und ist auch quasi die einzige Möglichkeit von Markus, den gegnerischen Friedhof zu haten, nämlich quasi irgendwelche Karten, ich meine außer Deathrite Shaman. Aber so Life from the Loam zum Beispiel ist sehr mühsam. Okay. Und das kannst du mit der einfach exilen. Auch, also First Strike ist auch so eine Ability, die wirkt immer so, ja, ist eh ganz nett, kann aber schon sehr nervig sein. Ja. Und ist auch wieder eine Karte mit dem Thing in the Ice, die Die man gerne Gerd zurück auf resettet. die Hand kommt, ja. Genau. Die nächste Karte, Young Pyromancer, Kommt nicht gleich auf die Hand zurück. kommt nicht gerne auf die Hand zurück, der kommt der Rest auch nicht gerne auf die Hand zurück. Genau. Und ist jetzt einer dieser Karten, die quasi gegen diese Single-Thread-Strategie spricht, alle anderen Karten sind meistens so, ja, du hast so ein, zwei Threads. Der Young Pyromancer ist so, du legst den und machst jede Menge Threads. Ich meine, der Young Pyromancer ist Aber du natürlich machst der ihn halt auch nur mühsamste. mit einer Karte sozusagen. Du Ja, committest genau nicht mehr aufs richtig. Board als einen Spell und dann machen halt deine Spells, von denen du eh viele hast, Ja, machen dann nicht. mehr Es gibt, draus. ich muss sagen, es gibt kaum was Schlimmeres, als wenn der Gegner dann zwei Young Pyromancer macht und du denkst, so passt, ich habe eh das Removal und dann machst du das Removal und dann frisst ihn dein gratis Counter-Spell und dann ist so, pff. Es liegt immer noch am Board rum, er hat schon Token bekommen, weil er sein Counterspell angebracht hat und nächste Runde weiß genau, es kommen die Cantrips und dann die Token. Also es ist eine wirklich starke Karte und gerade auch in dem Deck wirklich, wirklich gut. Die letzte Kreatur für zwei Mana, Baleful Strix, ist jetzt ja, einfach eine Value-Karte, die auch gerne als Pseudo-Removal funktioniert. Ersetzt sich selbst, dass man mit der jetzt irgendwie groß das Spiel gewinnt, weil er so viel Schaden macht, ist eher nicht der Fall, aber die hält halt einfach gerne irgendwelche fetten Kreaturen zurück. Also ja, ich meine, So Baleful wendig ist Strix sie ist halt auch halt. einfach eine gute Karte. Dann sind wir schon bei den 3-Mana-Kreaturen. Da haben wir Vendilion-Clique, darf in so einem Deck natürlich auch nicht fehlen, Instant Speed, vom Gegner die Hand anschauen, Karten wegnehmen. Ist Auch ein mal Thread. ist ein Threat, 3 Power ist natürlich einfach super stark. Der Markus hat eine Zeit lang auch gespielt, den Nimble Obstructionist, den habe ich auch ganz gut gefunden. Das ist dieser Stifelvogel aus auf Devastation. Der hat dann aber im Endeffekt zu wenig gemacht, weil du hast halt entweder für 3 Mana gestifelt, was schon relativ teuer ist, Teuer, oder halt dann unter Anführungszeichen nur eine 3-1 fliegend ohne den Effekt gehabt. ja. Und dass die Vendilion-Clique eben diesen Comes-into-Play-Effekt hat, das ist schon nochmal ein Unterschied.
Und ist auch eine der Karten, die wir natürlich gerne mit dem vorher besprochenen Karakas bounce, beschützen, ja, auf die Hand zu nehmen. Ja. Nochmal irgendwelche Sachen. Ist auch nett, wenn sie mit Singing the Ice bounced, weil wir gerade da auch immer wieder gesagt haben, ja, aber natürlich Karakas ist da Karakas konstanter. Ja, genau, richtig. Ja, die nächste Karte, True Name Nemesis, das ist auch so eine Karte, wo man von vielen Spielern hört, die Highlander spielen, so, ja, ist unfair, ist zu mühsam. Ist echt mühsam. Gehört vielleicht gebannt, ja, ist eine. Die finde ich sogar in Legacy mühsam. Ich meine, Legacy kannst du auch vier davon spielen, das macht es noch eine Spur, ja, mühsamer. Aber ja, ist einfach eine mühsame Karte und ist halt auch einfach dieser klassische, passt, tapp sich halt vielleicht einmal aus für die. Im Idealfall hast du einen Gratis-Counter noch auf der Hand und dann ist, der haut jetzt den Gegner tot und wir schauen, dass da nichts mehr passiert. Mhm. Ja, einfach eine super Karte. Die nächste Karte, Fulminator Mage, ist eher weniger für den Beatdown-Plan, sondern halt auch einfach Interaction mit irgendwelchen nervigen Ländern, die die Gegner spielen, zum Beispiel Victorian Academy, ne, oder Chaos Cradle, was auch immer. Du kannst aber auch den Gegner mit Wasteland gemeinsam gerne mal wegscrollen. Ja. Wir kommen nachher dann noch dazu, dass der Markus auch seinen, also Reanimate-Plan ist übertrieben, aber er hat halt zwei Karten, die dann auch theoretisch zurückholen können aus dem Friedhof und einen Planeswalker. Und dann kannst du halt schon einmal, wenn du zwei, drei Runden hintereinander irgendwelche Länder kaputt machst, dann kann es schon sein, dass der Gegner dann einfach struggelt und nicht mehr ins Spiel zurückkommt. Ja. Ja, und dann haben wir drei, ich sage mal, teurere unter Anführungszeichen Kreaturen, wobei die in Wirklichkeit alle nur ein bis zwei Mana. Ja, in Wirklichkeit auch nur ein bis zwei Mana kosten, nämlich unsere Delph-Karten. Wir haben Tassigur, der Golden Fang, Gurmag-Engel und Tombstalker. Man muss was dazu sagen, dass der Tassigur die schlechteste Karte von denen ist. Einfach weil er der kleinste ist, oder was? Er ist einerseits der kleinste und andererseits Legendary, was in dem Format, wie gesagt, mit Karakas schon relevant ist. Okay. Also wir haben nicht nur ein Spiel gehabt, wo der Markus early einen Tassigur gelegt hat als seine Threat mit Counterspell Backup und ich mache Karakas und es ist so, passt, danke. Ja. Schön, dass du deine Counter-Space hast, gegen das Karakas machst nichts. Und also, dein Friedhof hast removed, das heißt sogar, wenn du nochmal ausspielen könntest, ja, bringt es auch nichts. Genau. Es ja, kann schon sehr mühsam sein. Der Gummagang, also 5 Power, ist halt auch einfach wesentlich mehr als 4, muss man sagen. Killt halt einfach eine ganze Runde schneller. Ja. Das ist halt einfach so. Und der Tombstalker, ich meine, der kostet dann halt 6 zum Delfen und 2 Mana zum Ausspielen. Das ist dafür dann schon wieder. Fliegt er halt. Genau, ist schon deutlich teurer, aber fliegt halt, was schon auch relevant sein kann. Mhm. Gerade wenn du irgendwelche Matchups hast, wo der Gegner auch irgendwelche Token-Strategien und sonst irgendwas fährt. Ja. Ja, also das sind unsere Kreaturen, mit denen wir versuchen zu gewinnen. Nur 17 an der Zahl, einige sind Utility-Kreaturen, aber ich mein, wie wir gleich sehen werden, wir kommen schon relativ schnell durchs Deck und sehen eigentlich meistens einen großen Teil dessen. Also wenn okay, ich gegen Markus spiele und die Games dauern ein bisschen länger, weil keiner von uns irgendwie den Nuts dort und den Gegner gleich umhaut, dann ist meistens schon so, dass er die Hälfte seines Decks sieht. Das ist schon Spiel, echt krass, was schon für Highlander, ja. Was schon ziemlich krass ist. Ich lege einfach da ein paar Cantrips auf, beziehungsweise, ja, Cantrips ist vielleicht übertrieben. Der erste ist ein Cantrip, die anderen sind die heilige Dreifaltigkeit und die Modern-Variante, wenn man es vielleicht so sagen kann. Das sind die Karten, die uns helfen, schnell durchs Deck zu kommen. Wir haben Gitexian Probe, ist in dem Deck nicht nur ein Cantrip, sondern auch die Information, was der Gegner auf der Hand hat. Hilft natürlich gerade so einem Tempo-Deck sehr, seinen Gameplan zu craften, mhm, zu wissen, wo muss ich meinen Counterspell anbringen, auf was muss ich meinen Removal spielen, mhm, welche Kreatur, die ich jetzt ausspielen kann, ist vielleicht gerade die richtige, weil die jetzt gerade den richtigen Pressure bleibt oder auf was hat er vielleicht keine Antwort. Ja. Also wirklich eine tolle Karte und natürlich auch gut, wenn du Young Pyromancer hast. Und ist gleich gratis. Also ist gemacht. Wir haben jetzt, wie gesagt, der Markus hat über 800 Spiele schon mit dem Deck und diese Entwicklung von du hast Gitaxian Probe auf der Hand und spielst sie gleich aus, ist hingegangen so, er spielt sie wirklich in den Zügen, wo er relevante Decisions hat. Du merkst, er hat einfach Erfahrung mit dem Deck. Es geht einfach nicht darum, dass du dich durchs Deck tickst und einfach die nächste Karte ziehst, sondern wirklich dieser Effekt, dass du die Hand vom Gegner anschauen kannst, ist wirklich ein sehr relevanter, gerade in so einem Deck. Mhm. Also ist eine wirklich starke Karte und ich verstehe sehr gut, warum die in anderen Formaten gebannt ist. Wir können sie Gott sei Dank spielen. Ja, Karten, die in anderen Formaten auch gebannt sind, Ponder und Preordain haben wir natürlich, in der Mitte Brainstorm. Ja. Eh klar, wir haben Fetchländer, wir wühlen uns durchs Deck, wir müssen unsere Threats finden, die dürfen da nicht fehlen. Wir haben Delve of Secrets, den wir flippen wollen. Serum Visions hilft uns da auch mit dem Scry. Mhm. Also das glaube ich verwundert nicht, dass die da drinnen sind.
Dann, weil wir natürlich, wie angesprochen, Delph-Kreaturen und da unten sieht man es auch natürlich auch Delph-Spells haben und unser Friedhof auch für ja, nicht nur die, sondern auch den Pyromancer füllen wollen, haben wir Mental Note, Thoughtscour, die das Mental Note geht natürlich nur auf dich selber. Ja. Beim Thoughtscore kann es schon auch relevant sein, dass das auf den Gegner geht. Wirklich? Weil, ja, natürlich. Wenn also, sich was auflegt. Ja, genau. Das sind natürlich so Sachen wie die Tutoren halt. Also ob es jetzt Worldly oder Enlightened ist. Ja. Oder auch Imperial Seal. Also, oder irgendwelche Kreaturen, die halt irgendwas nach oben tutoren. Ja, und dann ist, so, ups, dann halt wieder nicht. Dann auf Wiederschauen. Also das ist schon, gerade Imperial Seal erwischen ist sehr sweet. Sorcery Speed, der Gegner verliert 2 Leben und dann so, na, aber die gute Karte kriegst du jetzt nicht. Also es ist schon, kann einen auch bitter erwischen mit dem Tutoren. Also Thoughtscore schon relevant, dass es auf den Gegner geht. Natürlich meistens spielt man es auf sich selber, aber es gibt die Fälle, wo es auf den Gegner geht. Dann nehmen wir vielleicht, ich tausche das dann kurz um von der Reihenfolge. Faithless Looting, ja, ist in Modern viel diskutiert, dass es gebannt wird. In dem Deck, wir spielen Delph Spells, wir haben keinen Hogak, aber wir haben andere Karten. Ist natürlich, glaube ich, nicht verwunderlich, dass die Karte drinnen ist. Auch mit dem Flashback ist natürlich quasi eine Advantage, die man generieren kann, wenn man sie mit den Thoughtscore oder dem Mental Note erwischt. Oder ja, wenn sie irgendwie anders in den Friedhof kommt, da können wir noch einen Nutzen daraus ziehen. Das Careful Study, das habe ich jetzt nach hinten gelegt, das ist im Moment so ein bisschen der Flex-Slot. Okay. Testet der Markus noch herum. Er hat sich jetzt im Moment für das Careful Study entschieden. Andere Karten, die wir da ausprobieren haben, sind Mu Youngling, der neue Planeswalker. Den habe ich persönlich relativ gut gefunden. Der war gegen mein schwarz-grünes Midrange-Deck, nun ein netter Spielkreaturen, relativ beeindruckend. Und Dreadhorde Arcanist, den hat er auch ausprobiert. Das ist der 2-Mana-1-3 Trample oder so. Der die Spells recasten. Ja. Genau, das ist, ja, du kannst ihn jetzt nicht größer machen in dem Deck, das heißt, du kriegst nur die Flashbacks für ein Mana raus, aber kann schon noch. Man sieht ja, dass da schon was dabei ist. Ja, genau, richtig. Wir werden dann noch wesentlich mehr auch noch sehen. Ja, ich persönlich finde die Careful Study jetzt auch eine sehr gute Wahl, einfach als zusätzliche Karte, die dir Karte in den Friedhof legen kann, damit du deine Delph Spells früher ausspielen kannst. Ja, macht halt Kartennachteil, wie das Faithless Looting auch, wenn man es beim ersten Mal spielt, aber ja. Das ist halt der Preis, den man zahlen muss, wenn man früher einen Threat aufs Feld bekommen will. Dann haben wir noch die unterste Reihe, sind jetzt Karten, die das ausgleichen sollen, dass wir Kartennachteil machen. Das sind nämlich die Karten, die dann tatsächlich Karten ziehen. Wobei das Charter Course ein bisschen an der Kippe ist. Das kann auch einfach sein, dass man es für 2 Mana spielt, ohne angegriffen zu haben. Okay. Ja, lootet man halt quasi, macht man einen großen Loot, zieht man 2, discardet man eine. Das Gash habe ich, glaube ich, den Markus noch nie für 5 Mana spielen sehen. Also ich glaube, das spielt da immer für die richtigen Casting-Kosten, sagen wir so. Ja. Die Alternativen von 5 zahlt man eigentlich nie. Was beim Gash zusätzlich natürlich eine tolle Interaktion ist, abgesehen davon, dass es natürlich beim Spielen gratis ist, dass du die Länder auch auf die Hand zurückbekommst. Das heißt, wenn du im späteren Spielverlauf bist und unter Anführungszeichen zu viele Länder gezogen hast, nimmst du die auf die Hand zurück, um sie für Karten wie Faithless Looting oder Careful Study discarden zu können. Mhm. Das heißt, du generierst da quasi einen doppelten Advantage. Nicht nur, dass du den Spell gratis spielen kannst, sondern du hast dann für deine anderen Spells, wo du so abwerfen musst, unnötig oder überflüssige Länder. Wenn du keinen Landdrop hast, kannst du in deinen Zug spielen, ziehst das Land wieder, hast nur ein Land, minus sozusagen, und hast vielleicht sogar einen Mana Plus, weil du ja kannst ja getappte Länder nehmen. Nimmst du einen Mana Pool, gascht, das Land wieder, jetzt noch einmal, hast 3 Mana gemacht, hast 2 Karten gezogen, alles sweet. Ja, ist alles sehr nice. Auch gegen Wasteland oder Sinkhole oder so. Ja, natürlich, wenn du darauf respondest, ist auch. Ist natürlich obergeil. Ja. Ja, und dann die 2 blauen Delph Spells, die uns Karten ziehen. Einerseits Treasure Cruise, andererseits natürlich Dig Through Time. Mhm. Ja, das, ich glaube, das ist das Deck, in dem ich Treasure Cruise am besten finde im Vergleich zu Dig Through Time. Ich finde, also es ist keine Discussion, Dig Through Time ist die viel bessere Karte, aber in dem Deck ist Treasure Cruise am nähersten an Dig Through Time dran im Vergleich zu allen anderen Decks, weil dieses Deck schon noch über Quantität gewinnt. Ich würde sagen, weil du gewinnt. Suchst nicht irgendwelche Silver Bullets, die halt jetzt gewinnen, sondern du hast eigentlich die Karten, auch die bei den Kreaturen, sie sind zwar nicht alle redundant, aber im Endeffekt ist wurscht, mit welcher du gewinnst. Genau. Du legst eine hin, beschützt und mit der gewinnst. Ja. Genau, richtig. Und dann kommt es halt darauf an, dass du eben die richtige Masse an Kreaturen beschützen, removal hast. Und da hilft eben die Treasure Cruise, weil der dann doch 3 Karten zieht. Mhm. Ja, Dig Through Time finde ich ist einfach eine gestörte Karte. Ist meiner Meinung nach auch ein Ban
zumindest eine Überlegung wert, wo man es in dem Format nicht bannen möchte. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele dieses oder irgendein anderes Deck in dem Format verloren hat, wo Dig Through Time Resolved ist. Mhm. Da muss man schon sehr weit hinten sein, dass ja. das nicht reicht. Oder halt wirklich gar nichts finden. Was, ja. was passieren kann bei 100 ja. Kartendecks, muss man jetzt auch sagen, du siehst ja. halt auch nur 7, aber... Aber es ja. ist schon sehr selten. Also ja. eine gute ist im Normalfall immer dabei. Ja. Also das ist und wenn es eine Antwort ist auf die größte Frage vom Gegner, ist schon gut genug. Ja, meistens, genau, ja. weil dann tauscht halt 1-1, plus hast noch die zweitbeste Karte, ist dann 7 dann genau, draußen. Ja. Also das ist... Finde ich halt einfach eine richtig starke Karte. Ja. Bevor ich das abräume, lege ich vielleicht einfach noch zwei Karten hier dazu noch. Wir haben natürlich, weil wir schwarz sind, einen Demonic Tutor, der lässt uns dann tatsächlich Karten aus dem Deck raussuchen. Mhm. Und ich habe schon bei den Basic Ländern angeteased, wir haben noch einen Tainted Pact. Mhm. Da ist es wieder relativ hilfreich, dass, wie du angesprochen hast, sehr viele Karten und Effekte redundant sind und wir sehr wenig oder fast keine Silver Bullets haben. Das heißt, die Gefahr, dass wir da unsere Library oder einen relevanten Teil davon exilen, ist eigentlich in den meisten Fällen nicht gegeben. Ist okay. natürlich auch schon vorgekommen, wie gesagt, wir haben über 800 Spiele schon natürlich gegeneinander gespielt. Irgendwann also, fieselt man sich auch. Ja, es passiert halt, aber ja, es ist einfach eine wirklich, wirklich saustarke Karte. Instant Speed to Town finde ich einfach wirklich, wirklich gut. Gut, dann räumen wir das einmal nochmal schnell weg. Wir haben jetzt Gradun gehabt, wir haben Cantrips, Katra und Tutoren. Ich würde sagen, wir nehmen als nächstes, schauen wir uns an das Discard-Package, was wir haben. Da haben wir auch wieder, ist eigentlich in fast jedem Deck, das Schwarz spielt in Highlander drinnen, diese Dreierkombination Thoughtseize, Duress, Inquisition auf Kozilek. Mhm. Ja, sind mit Abstand die drei besten Discard-Spells. Und ja, wie gesagt, in dem Fall, also das Deck ist allein die Information, welche Handkarten der Gegner hat, ist schon sehr relevant. Wenn du mir jetzt auch noch die beste wegnehmen kannst, ist natürlich noch besser. Ja. Eh klar. Wir haben dann noch Collective Brutality, das ist so ein bisschen ein Mischding. Ja. Geht sehr oft auf den Discard-Modus, kann natürlich aber auch mal eine Kreatur handeln. Mhm. Der Markus macht es auch oft, muss ich sagen, für diesen Drain, für den Drain-Modus, ja. weil du halt auch wirklich, also du musst bei dem Deck schon auch das Gefühl haben, bei so Race-Situationen geht es sich aus. Und da musst du halt manchmal mehr als nur 2-3 Züge, sondern halt 5-6 vorausdenken und sagen, passt, das Race entwickelt sich so und so, ich kann der Runde das und das machen. Mhm. Und dann sagen, puh, das wird jetzt knapp und die zwei Leben sind dann halt oft relevant. Ja. Okay. Also das Deck gewinnt auch sehr oft auf einem sehr niedrigen Lebenspunktestand, muss man okay. sagen. Dann haben wir einer der Gründe, warum wir unser Filterland drinnen haben, nämlich als doppelschwarze Karte, Hymn to Tour, darf natürlich nicht fehlen. Ja. Brauche ich dir natürlich nicht sagen. Und dann haben wir, ich lege es vielleicht so hin, ein Rise Fall. Mhm. Das Fall als Hälfte ist so ein bisschen ein Hymn to Tour auch ja. Verschnitt. Ja, ja. Kann halt keine Länder hitten quasi. Ne? Mhm. Und in dem Deck ist das Rise aber auch sehr gut. Du bounce quasi eine Kreatur, wenn es beim Gegner vielleicht auch eine Delph-Kreatur ist natürlich doppelt gut, weil die kann dann vielleicht nicht gleich wieder ausspielen. Und du kannst selbst eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof die Hand zurücknehmen, mhm. was, wenn man sich selber mildt, schon häufig auch vorkommt, dass man da jetzt irgendeine Delph-Karte zum Beispiel, einen Tombstalker oder einen Gurmag-Engel in den Friedhof gelegt hat, dann günstig den Threat vom Gegner bounced, selbst die Kreatur zurückholt und dann vielleicht auch gleich ausspielen kann. Ja. Also eine sehr flexible Karte und ja, ich habe es jetzt da mal bei den Discard-Spells dazugegeben, aber der andere Modus, der Rise-Modus, ist auch in dem Deck sehr relevant. Ja. So, dann nach dem Discard, schwarz, kommen wir zu den Counter-Spells. Da haben wir eine ganze Menge. Und wir fangen an mit einem Spell, der auch in einigen Formaten gebannt ist. Mental Misstep. Wir haben noch einige Ein-Mana-Interaction. Also das Deck hat überhaupt... Ich glaube, ich muss sogar in die nächste Zeile gehen. Ja, wir legen das da so. Geht sich schon aus. Wenn man sich anschaut, die Anzahl der Counter-Spells... ist doch schon beachtlich. Was haben wir? 2, 4, 5, 10, 12, 14 Counter-Spells. Tun recht, oder? Okay. Wie gesagt, wir haben Mental Misstep. Gratis, wenn man nicht treu ist, den Einsatz vom Gegner wischen, fühlt sich immer sehr gut an. Ich muss, also persönlich muss ich sagen, das Frustrierendste, wenn man gegen das Deck spielt, ist diese Momente, wenn du glaubst, so passt, ich habe da jetzt über Züge lang hingespielt und ihn jetzt endlich dazu gebracht, dass ich austappen muss, weil er meine Threat beantworten muss. Oder weil ich in seiner Runde irgendwas mache und er dann ein Counterspell machen muss.
so, jetzt habe ich das Window, will was machen, und dann wirst du vom Gratis-Counter-Spell erwischt. Das ist, macht das Deck ganz gut, muss man sagen. Und der Markus spielt auch immer sehr gut drauf hin. Also da muss man sagen, Respekt, das ist immer, er ist immer ein guter Gegner. Ich spiele immer gerne gegen ihn, weil die Partien echt super sind. Ja, und Mental Misstep. Ja, also den Instant Speed Tutor auf Mental Misstep kriegen, weil du da denkst, so passt, jetzt in seiner Runde ausgetappt und jetzt kann ich noch Enlighten Tutor machen und in meiner Runde mache ich das und das und dann ist na Mental Misstep und so, ah, super frustrierend. Ja. Ja, dann hat er einige Interaction, für die er sich jetzt unter Anführungszeichen nicht austappen kann, kosten zwar nur einen Mana, aber die muss er offen haben. Forcebike, wie gesagt, spielt sehr viel sich in den ersten Zügen an, man hat so ein bisschen diesen Mana Denial Plan. Da ist das eine Mana mehr haben oder nicht haben schon noch relevant. Man muss sagen, der Marco spielt sowohl Forcebike als auch die nächste Karte Spellpierce auch manchmal einfach ohne was zu countern. Einfach in dem Wissen, er kann halt den nächsten Spell, wenn es zum Beispiel eine Kreatur ist, dann nicht mehr spielen, weil er den Spell jetzt resolven möchte. Also das ist okay. Den Gameplan vom Gegner verlangsamen reicht auch manchmal aus. Okay. Ja, dann gibt es natürlich Spells näher. Kann man natürlich für ein Mana, zwei Mana Spell erwischen, was immer mühsam ist. Mhm. Und das hat eine Zeit lang draußen gehabt, jetzt ist sie wieder drinnen. Stifle, ja, Fetchland erwischen ist immer bitter, aber es gibt auch ansonsten sehr viele relevante Abilities. Und das sind dann oft auch so die Situationen, wo du denkst, passt das jetzt, das oder das resolved? Und jetzt geht das durch und dann wird auf einmal die Ability gestifelt. Kommt halt ein Viech ins Spiel, passt, kam es in der Playability nah. Und dann denkst du, okay, Mist. Letztes auch nicht funktioniert, obwohl er den Counter nicht gehabt hat. Oder auch wenn du mit Cavern of Souls irgendwas aufs Spielfeld fährst. Also das ist eine wirklich mühsame Karte und ich meine, natürlich am allerschlimmsten ist, wenn der Gegner anfängt, Land macht und du machst Fetchland und er hat das Stifle. Ja. Dann ist natürlich gleich einfach meistens vorbei. eine Karte, die ich auch sehr interessant in dem Deck finde, Pyroblast, weil er nicht in allen Matchups oder sagen wir so in sehr vielen unter Anführungszeichen Matchups auch mal nichts machen kann. Gegen Mono Rot zum Beispiel ist einfach komplett tot. Vor Color Blood macht es halt nichts. Ja, du kannst ihn auf jeden Fall casten zum Beispiel. Wenn du kannst sie genau, casten, um den Friedhof zu kriegen. Genau, du kannst sie casten, um den Friedhof zu kriegen und mit Young Pyromancer seinen Token zu machen. Genau. Als Surprise. Also, sie hat schon auch in den Matchups, wo sie jetzt unter Anführungszeichen keine Ziele hat, eine Anwendung. Für die Leute, die es nicht wissen, würde ich sagen, im Vergleich zu Red Elemental Blast, dass nur einen blauen Spruch anzielen kann Red Elemental Blast, Pyroblast jeden Spruch anzielen. Oder jeden Permanent, aber es passiert nur das, was draufsteht, wenn das auch blau ist. Genau. Also ich kann auch den schwarzen Permanent antargeten, dann passiert halt nichts. Ja, ist schon ein nicht unrelevanter Unterschied. Ja. Und wie gesagt, in den Matchups, wo es was macht, ist es natürlich für einen Mana verrückt. Also für einen Mana eine blaue Karte zerstören oder dann für einen Mana den Spell countern, ist natürlich Wahnsinn. Ja. Und wir haben es vorhin schon gesehen, das Deck hat natürlich sehr viele Möglichkeiten, die Karten noch quasi loszuwerden, wenn sie in der Hand stacked sind. Und discarden sie dann halt einfach lustig durch. Genau, das ist nicht so schlimm. Ja, Days, der nächste Gratis-Counter-Spell, glaube ich, überrascht auch nicht, dass der im Deck ist. Hat wieder auch die Funktion, dass man im späteren Spiel, wenn man noch was Days, dann das Land vielleicht los wird. Mhm. Ja, einfach eine gute Karte. Remand darf in einem Tempo-Deck natürlich auch nicht fehlen. Den Gegner verlangsamen, replaced sich selbst. Die Sequenz, die der Markus irrsinnig oft und irrsinnig gerne macht, ist zuerst den Spell remanden und dann beim zweiten Mal damit dem richtigen Counter erwischen. Das ist dann schon auch sehr zart. Ja, Miscalculation ist das kleinere, wenn man es gleich nehmen, Mana Leak, hat dafür den Vorteil, dass du cyclen kannst, was auch sehr oft vorkommt. Und dann haben wir noch als die letzten zwei Mana Counter Spell, vielleicht sollten wir es in einer anderen Reihenfolge machen, wir haben den tatsächlichen Counter Spell. Nona Net und dann Mana Drain als einer der besten Counter-Spells aller Zeiten. Wobei man dazu sagen muss, in dem Deck, er benutzt das farblose Mana schon, aber ich würde wirklich sagen, nur 50-50% der Zeit. Ja. Also es ist gerade in dem Deck, wenn man sich die Mana-Kosten bis jetzt anschaut. Sagen, du kannst es vielleicht für ein Delph-Spell mal verwenden, dass den halt wirklich billiger machst, nicht vorerst, aber normalerweise alles kostet buntes Mana oder vielleicht ein farbloses Mana dazu. Ja. Und ja, ich meine, ein farbloses Mana nicht zahlen müssen ist auch nett, aber bringt dir jetzt auch nicht. Ja, also es ist meistens ist es unter Anführungszeichen nur Counter-Spell. Ja. Ich meine, wenn man es für ein Delph-Spell benutzen kann, das Mana ist natürlich super, aber und dann haben wir noch zwei Gratis-Counter-Spells. Die neueste Edition natürlich Force of Negation. Da ist es sehr relevant, dass die Karte exiled wird.
und Force of Will. Eklar kann natürlich irgendeinen Spell countern. Wie gesagt, es gibt nichts mühsam, also wenn das Deck einfach gratis deine Spells countert, weil es dacht, du hast ihn jetzt erwischt, weil er ausgetappt ist. Ja. Der Max hat es grundsätzlich immer. Und am liebsten im Doppelpack. Letztens hat er mich im Doppelpack erwischt. Da habe ich geglaubt, ich habe ihn. Hab der eine Force, viele blaue, blaue Erweiterungssprüche gehabt haben. Also ja, das volle ist Hand. Richtig. Ja, mit der Confident geht das. Also okay. So, jetzt haben wir Discard gehabt, wir haben Counterspells gehabt, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Interaction mit den Kreaturen vom Gegner, wenn sie mal resolved sind. Da haben wir natürlich in Schwarz Fatal Push, Nona Net, wir haben jede Menge Fetchländer, um den auch gegen irgendwelche größeren Kreaturen auslösen zu können, den Revolt Trigger. Und dann haben wir Lightning Bolt und Chain Lightning. Ich glaube, würde sagen, die gehen 50% der Zeit ins Gesicht und 50% der Zeit auf eine Kreatur. Mhm. Weil das Deck durch diese beiden Karten und auch die nächsten beiden doch auch quasi den Reach hat, dich auszubrennen. Ja, gerade auch mit Snapcaster Match. Damage. Mit Snapcaster sind es halt gleich 9. Ja. Mit Chase, der umgedreht ist und ein Spell Flashback, kannst du das nochmal irgendeinen davon spielen. Also wie gesagt, es ist, man macht ein bisschen Damage mit den Kreaturen, brennt ein bisschen hier mal dumm, dann schiebt man vielleicht noch mit der Fähigkeit vom Deathrite Shaman hinein und dann bist du auf einmal auch schon tot. Ja. Also das Deck hat schon viele Engeln, wie es das Spiel gewinnen kann. Ja, wie gesagt, Fire Ice ist in dem Deck einerseits natürlich als diese Burn-Option, andererseits, was auch irrsinnig oft der Markus macht, was ich auch immer sehr mühsam finde, ist, wenn on the Plays Turn 2 in Mana abgibt, quasi mein Land zu tappen, dass ich dann keinen Play habe in der zweiten Runde. Okay. Das ist dann quasi so ein Mini-Time-Walk. Ich meine, ich kann natürlich mein Land legen, aber ich mache dann in meiner Runde nichts. Ne? Und ja, dann kommt der wieder dran. Also diese zusätzlichen Möglichkeiten, auch Blocker wegtappen oder vorm Attack irgendwen wegtappen, wenn du denkst, passt, jetzt erwischt irgendwie sein Planeswalk oder so, da kannst du letal angreifen und dann ist so, na, jetzt gewinnst du das Rest doch nicht, weil ich ihn wegtappen kann. Mhm. Ist eine wirklich gute Karte. Dann willst du halt überhaupt noch angreifen, wenn der weg ist und so, das ist ja, dann genau, auf einmal also das ist, beide Mode sind in dem Deck wirklich sehr gut. Mhm. Ja, Arc Trail ist natürlich gegen irgendwelche Swarm-Decks besonders relevant. Ja. Aber auch irrsinnig oft einfach ein kleines Viech abschießen und dann einen ins Gesicht oder umgekehrt, du schießt ja das Viech ab und noch zwei hinterher. Mhm. Dann haben wir Terminate, ja, zerstört einfach eine Kreatur, da gibt es kein Wenn und Aber, kann nicht regeneriert werden. Dreadbore, das ist jetzt nur Sorcery Speed, was ein bisschen mühsam ist für das Deck, weil du dich, wie gesagt, eher ungern austappst und eher ungern in deiner eigenen Runde irgendwelche Sachen machst, wenn du eher schon nach Kreaturen legen musst, ne? Mhm. Wie schrecklich. Aber ist halt einfach die Möglichkeit, irgendwelche Planeswalker zu handeln, wenn die resolved sind. Ja. Ja. Und dann, das ist, wirkt vielleicht auch für einige Leute ein bisschen komisch, Marsh Casualties. Wollte ich sagen, also du hast ja aufgegeben, so, ich verstehe alles, aber Marsh Casualties wirklich ja jetzt? Also das Deck, muss man sagen, ist immer mehr in diese Temposchiene gegangen. Mhm. Am Anfang waren sowohl Toxic Deluge als auch Damnation noch im Deck. Okay. Da war es noch wesentlich kontrollorientierter. Okay. Die Damnation ist dann mit der Zeit rausgefallen, dann war noch das Toxic drinnen. Mhm. Und jetzt ist nur mehr das Marsh Casualties drinnen, einfach aus dem Grund, dass du es quasi ausschließlich auf den Gegner spielen kannst. Mhm. Und deine Kreaturen, gerade wenn du Young Pyromancer mit mehreren Token hast, willst nicht das Board clearen. Ja. Ja, das Kicken ist eher selten relevant, aber das -1/-1 geben ist passiert schon relativ häufig. Wie gesagt, Karten wie Lingering Souls sind im Format, aber es reicht einfach auch irrsinnig oft, dass der Gegner, wenn er on the plays einen Mana-Dog, an irgendeine Mana-Kreatur oder Birds oder sonst irgendwas legt und du den mit Marsh Casualties umbringen kannst. Mhm. Also ja, ist, finde ich, eine sehr interessante Karte, aber macht in dem Deck wirklich viel Sinn, finde ich. Okay. Ja, dann haben wir noch so eine Karte, wo man beim Mana ein bisschen schummeln kann. Die kostet zwar 3 Mana, aber in Wirklichkeit kostet sie 1 Mana und 4 Leben. Mhm. Dismember. Ja, wie gesagt, meistens spielt der Markus eigentlich auch für 1 Mana, weil obwohl das zahlen könnte, weil er ja, schwarz genau hat. Ja, wenn er schwarz hat. Also du weißt schon, wenn er 3 Mana offen hat und er dismembert deine Kreatur mit nur einem Mana und zahlt 4 Leben, dann weißt schon, er hat den Counterspell auch schon wieder. Ja, und das letzte Removal, das dann wirklich 3 Mana kostet, ist Kolaghan's Command. Das ist einfach drin, weil es so flexibel ist. Also Kreaturen töten mit den 2 Schaden passiert sehr oft, dass du dem Gegner, also bei der Karte, das ist Wizards printet eigentlich keine Instant Speed Discard Spells. Mhm. Die Karte kann das schon. Ja. Das heißt, dass du dem Gegner nach seinem Draw Step die Karte wieder wegnimmst, die er gezogen hat, gerade wenn er im Top-Deck-Modus ist, passiert irrsinnig oft. Und dass du irgendwelche Kreaturen auf deine Hand nimmst, ist natürlich auch sehr relevant
ja. Wenn es irgendwelche Dell-Viecher oder so sind. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Removal, sondern auch ein Utility-Spell. Multifunktional. Genau. Dann kommen wir vielleicht auch zu den noch zu den Sachen, die man jetzt nicht irgendwie so einordnen kann. Wir haben Sinkhole, ich habe schon angesprochen, diesen Mana-Denial-Plan in dem Deck natürlich drinnen. Einerseits kann man den Gegner natürlich damit von seinen Farben abschneiden, andererseits irgendwelche Utility-Länder, Karakas, wir haben es schon ein paar Mal gesagt heute, aber auch irgendwelche Mainlands oder Tolarian Academy Cradle, was auch immer, kaputt machen. Und dann hat er noch eine Win-Condition drinnen quasi im Deck, Bitterblossom. Ja. In dem Deck, wie gesagt, wir haben jetzt schon einige Karten gehabt, wo man doch mit dem Leben ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Also ich habe es schon vorher angesprochen, es ist nicht selten der Fall, dass man auf ein oder zwei Leben mit dem Deck gewinnt, weil sich das Race halt dann wirklich so knapp ausgeht. Okay, krass. Ja. Bitterblossom ist da natürlich auch ein Grund dafür. Oder die nächste Karte, die wir haben, Reanimate. Mhm. Kann man natürlich früh die eigenen Kreaturen ausgraben. Ist natürlich auch optimal auf sowas wie Snapcaster Mage oder so. Aber kann auch passieren. Ich habe letztens mit meinem schwarz-grünen Deck dagegen gespielt. Habe Turn 2 meinen Vessel gecrackt, Karten in den Friedhof gelegt. Der Markus ist da angekommen, hat 13 Leben verloren und meinen Emrakul ins Spiel zurückgebracht. Und dann war es auch schon vorbei. Du mein. Ja, das war, aber dabei war nicht so cool. Hat er nicht mal deinen Turn übernehmen dürfen. Ja, richtig. Traurig, ja, aber die 13-13 hat dann gereicht. Okay. Also die Tatsache, dass du da Kreaturen vom Gegner auch reanimieren kannst, ist natürlich schon relevant. Ja. Und dann die letzte Reanimate-Karte, also die zweite Reanimate-Karte, ein Unearth ist auch im Deck. Mhm. Das habe ich vorhin schon angesprochen mit dem Fulminator Mage. Mhm. Kann man da jetzt auch so ein bisschen so einen Land Destruction Plan unter Anführungszeichen führen. Und ansonsten, wie gesagt, auch hier wieder die Cycle-Fähigkeit durchaus relevant. Ja. Bei dem und auch bei dem Miscalculation ist es wirklich oft so, dass er, wenn da nichts passiert und das nicht spielt, Turn 2 auch einfach cycelt, auch wenn er jetzt denkt, er kann da irgendwas machen. Vielleicht, weil es halt wieder eine zusätzliche Karte im Friedhof ist. Ne? Und ja, du dann wieder vielleicht eine Runde, die kritische Runde früher dran bist und dein Delph-Spell zu spielen. Okay. Also durchaus auch relevant, dass diese Karten Cycling haben. Mhm. Ja, dann haben wir schon 96 Karten. 4 Karten sind noch im Deck. Wir haben noch 4 Planeswalker. Wir haben zweimal Liliana, nicht einmal Liliana The Last Hope und einmal Liliana of the Veil. Die Liliana The Last Hope geht nicht selten aufs Ultimate in dem Deck, muss man sagen. Also das ist schon noch eine Win-Condition in dem Deck, okay, weil man halt, wie gesagt, du hast halt Discard, du hast Removal und du hast Counter-Spells. Mhm. Du kannst schon auf den Kontrollplan fahren in dem Deck. Sie beschützt sich sehr gut selbst. Ja. Also du musst halt quasi 2 Kreaturen haben, damit du sie irgendwie pressuren kannst. Ne? Weil die eine wird klein gemacht und dann brauchst du noch eine zweite. Und dass der durch den Counter-Spell durchgeht und dann kein Removal frisst, ist dann schon eher selten. Das heißt, es passiert jetzt nicht so unhäufig, dass die auf die 7 hinaufgeht und dann Ultimate. So wie mit den Young Pyramids oder so kannst du auch einfach, oder auch einen ungeflippten Singing the Ice kannst du einfach Defense spielen und sagen, ja, ich flipp mich da, jetzt flippt durch Zufall, bounce wieder alles, ich habe noch einen fetten Beater und das Ultimate auch gleich da. Und dann tschüss. Genau. Genau. Was natürlich auch in dem Deck sehr relevant ist, ist die -2-Fähigkeit. Mhm. Einerseits, wir können unsere Kreaturen, die gestorben sind, wieder ausgraben. Andererseits legt sie auch einfach 2 Karten in den Friedhof. Das heißt, wieder eine Möglichkeit, die Delph Space früh zu spielen. Ja, die andere Liliana natürlich wieder Kontrolle über die Hand, wo beide Spieler discarden müssen, ist auch wieder eine Möglichkeit, wo wir so Karten wie den Pyroblast loswerden. Mhm. Ansonsten einfach ein Edic-Effekt, klar. Ist einfach, ja, ich glaube, zu den Lilianas muss man jetzt nicht sonderlich viel sagen. Da weiß jeder, der irgendwie sich mit Formaten beschäftigt, wo die legal sind, dass das sehr gute Karten sind. Wir haben dann noch einen 3-Mana-Planeswalker, Duck Faden, The Greatest Thief in the Multiverse. Leider umgekommen, Spoiler Alert für alle. Ist natürlich mit seiner Loot-Fähigkeit in dem Deck auch ein All-Star. Der filtert dich einfach super schnell durch dein Deck durch. Du findest die relevanten Karten. Währenddessen werden alle deine Delph-Spells aktiv, weil du genug Karten im Friedhof hast. Mhm. Und auch mit der Minus-Fähigkeit Artefakte stellen ist gerade gegen mein Academy-Deck natürlich sehr relevant. Ja. Also wie oft mir das Crucible für Herz gestorben hat, ich kann es gar nicht sagen. Das ist das Schlimmste. Also es ist wirklich das schlimmste Gefühl, wenn du passt, du machst zu Crucible, hast zu Wasteland, denkst da, hey, alles Leihwand und dann gemacht der Markus so Duckfäden, nimmt dein Crucible weg und hat auch Wasteland und so. Gut, dass du ihm die Combo gegeben hast. Richtig, also wirklich ein sehr starker Planeswalker und auch
einfach nur quasi mit der Plus-Fähigkeit durchs Deck ziehen gegen Decks, die jetzt kein Artefakt haben, ist einfach wirklich ein guter Threat. Und in dem Deck kann man auch das Ultimate benutzen. Okay. Weil du mit irgendwelchen Burn-Spells halt die größeren Sachen vom Gegner anziehen kannst und sie dann übernehmen. Mhm. Kommt jetzt nicht super häufig vor, aber ist in dem Deck auch eine Möglichkeit. Und dann sind wir schon bei der letzten Karte angelangt. Wie könnte es anders sein? Es ist Chase the Mind Sculptor. Die einzige unter Anführungszeichen echte 4-Mana-Karte, natürlich teuer, aber das sind alle Delve-Spells. Das heißt, das ist quasi die teuerste Karte im Deck. Und auch die Karte, wo man am frosten ist, wenn man im Turn davor Mana Drain gespielt hat, weil da kann man das jetzt wirklich benutzen, das Mana. Ja. Ich muss persönlich sagen, der Markus flucht irrsinnig oft über die Karte. Also er ist nicht sonderlich zufrieden, dass dem Deck ist, weil ja 4 Mana kostet. 4 Mana ist schon viel für das Deck und dich austappen dafür ist halt grauslich. Das heißt, ohne 3 Mana legst du den eigentlich nicht. Und es ist irrsinnig oft, läuft es halt einfach dann darauf leider hinaus, dass es einfach 4 Mana ansammeln ist. Und das ist jetzt nicht so der tolle Effekt. Ne? Also Chase ist schon eine wirklich starke Karte, aber in dem Deck jetzt nicht quasi das Highlight. Nicht in seinem besten Verwendungszweck. Ja, genau. Richtig. Ja, das war dann auch schon das Deck. Alle 100 Karten. Cool. Sind wir schon durch. Ja, so ich meine, du hast jetzt mehr oder weniger einen Monolog geführt, alle Karten erklärt. Ich glaube, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich meine, du spielst das Deck ja nicht, aber hast 500 Partien dagegen gespielt, mehr oder minder. Gibt es was man beachten muss? Jetzt, ich meine, du hast teilweise gesagt zu den Karten, es ist halt ein Plan, dass man immer einen Thread legt, den dann beschützt und so weiter. Gibt es noch was relevant ist? Wenn mir jetzt einer sagt, okay, ich möchte Highlander spielen, ich möchte das Deck nachbauen, auf was muss man achten? Also ich muss persönlich sagen, anders gesagt, auch noch eine zusätzliche Frage, Entschuldigung, ist das, weil es so lang gespielt wird, ist das die getunteste Liste oder ist da auch Präferenzen dabei? Man kann da vielleicht noch was ändern, wenn man also sagt. Es sind definitiv auch Präferenzen dabei, das ist ganz klar. Es ist natürlich auch auf das Meta abgestimmt, wie es bei uns gespielt wird. Es gibt natürlich einzelne Card-Choices, die man austauschen kann, ganz klar. Ja. Ich finde gerade bei so Tempo-Decks, das gilt jetzt nicht nur für Krixi, sondern auch für andere so Decks, wie der Christopher spielt, diese blau-weißen oder blau-weiß-roten Tempo-Decks oder blau-weiß-schwarz, was auch immer, aber auch Krixi ist sehr speziell. Man muss sich schon auskennen und wissen, was der Gegner macht. Wie gesagt, wir haben also dieses klassische UW-Control-Deck, das da sitzt und schaut und sagt, ja, der Gegner hat viele Kreaturen, ich mache einen Wrath. Ja. Aha, der Gegner spielt einen unfairen Spell, ich mache einen Counter-Spell, der macht dann Planeswalker, ich mache einen O-Ring drauf und dann lege ich meinen Teferi und gewinne. Ja. Das ist nicht so ein Deck. Also man muss wissen, was, ich habe den einen Counter-Spell und ich kenne die Hand vom Gegner und der hat 3 Threads, für welchen benutze ich den Counter-Spell? Okay. Und ich habe meinen Removal und den einen Thread und den Counter-Spell und jetzt macht der Removal auf mein Viech. Muss ich damit leben, jetzt da zu sitzen und zu sagen, passt, mein Vieh stirbt und ich mache 5 Runden lang keine Pressure mehr? Oder muss ich jetzt sagen, passt, ich gehe fürs Race? Also es sind viele kleine Decisions, aber das finde ich das Schöne an dem Deck und auch beim Spielen gegen das Deck. Es tut sich halt irrsinnig viel. Es gibt viele Entscheidungen und die Spiele können so oder so verlaufen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Und das ist, finde ich, einer der Stärken an dem Deck, dass der Pilot irrsinnig viel ausmacht bei dem Deck. Okay, cool. Ja. Gut, Matthias, danke fürs Vorstellen. Immer gerne. Markus, danke fürs Deckboarden. Das wollte ich auch gerade sagen. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt es in den Kommentaren und Video hinterlassen. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter erreichen und auf Instagram. Ihr könnt uns im Spiel um Wien antreffen. Ihr könnt zum Highlandern kommen, jeden Samstag ab 18 Uhr. Genau. Und wir freuen uns. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Magic-Spielen, beim Highlander oder bei anderen Formaten. Viel Spaß beim unseren Videos zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Ciao, Baba. Wie lange haben wir jetzt geredet? Naja. Ist jetzt schon länger geworden, oder? Keine 50 Minuten, aber knapp dran. Okay.